Mein Name tut immer noch nichts zur Sache, denn das sind nach wie vor die TC News. 23 Jahre nach Release eine Neuerscheinung. Eine neue Retro-Handheld-Konsole und Sega in klein. Nach 24 Jahren erscheint für das Nintendo 64 eine neue Hardware-Erweiterung, nämlich das Aeon Super 64. Dabei handelt es sich um ein Stück Hardware, das es ermöglicht, eure Nintendo 64-Konsole an normale Flachbildfernseher anzuschließen. Dabei wird die ursprüngliche Auflösung des Nintendo 64 auf 480p hochskaliert. Grafisch sieht das Ganze dann ungefähr auflösungstechnisch aus wie bei der Wii. Das Ganze ist ab Ende Juli beim Hersteller vorzubestellen. Preise liegen zwischen 120 bzw. 130 Euro. Wer an Lego denkt, der denkt zuerst an Bauklötze, danach an Spiele. Dieses Mal geht es aber um die Bauklötze. Lego hat auf ihrer Innovation-Webseite drei interessante Bausätze vorgestellt. Das sind Konzeptideen. Und zwar sind es drei Sega Arcade-Automaten. Das eine ist Outrun, das andere ist der Space Harrier und das dritte ist Thunderblade. Das Ganze ist als Idee zu sehen. Das heißt, wenn genug Stimmen für diese Bausätze abgegeben werden, dann wird sich Lego wahrscheinlich überlegen, das Ganze auf den Markt rauszubringen. Momentan ist es nur eine Idee. Schaut euch mal diese Idee an. Die Webseite ist hier unten verlinkt. Das, was ihr hier seht, ist nicht etwa die Switch Mini, sondern es ist eine neue Retro-Spielkonsole im Handheld-Format. Das Ganze ist das Evercade, soll Ende dieses Jahres rauskommen. Kosten soll das Ganze ab 69 Euro, denn es gibt das Ganze in zwei Ausführungen. Einmal in der 4:3 Variante und in der 16:9 Variante. Interessant ist, dass namenhafte Publisher wie zum Beispiel Atari oder Data East ihre Unterstützung zugesagt haben. Atari bringt die Atari Collection raus. Hierbei handelt es sich um 20 Spiele vom Atari 2600 oder aber vom Atari 7800. Spiele wären zum Beispiel dabei das Centipede, Missile Command oder aber auch Ninja Golf. Ninja Golf? Ninja Golf. Rauskommen, wie gesagt, Ende 2019. Preis 69 Euro. Leider Gottes noch nicht vorbestellbar. Interessante Geschichte und schauen wir mal, was draus wird. Dass Sega eine Classic Mini-Konsole rausbringt, das ist weithin bekannt. Wann das Ganze rauskommt, ist auch schon bekannt. Weniger bekannt ist, dass es Erweiterungsmodule dafür zu kaufen gibt. Nämlich einmal das 32X und das Mega-CD. Das Ganze ist eigentlich mehr als Marketing-Gag gedacht für die richtigen Retro-Fans unter euch. Ihr könnt damit den Turm von Babel nachbauen. Funktionell haben diese Module keinerlei Funktion. Es dient einfach nur der Optik. Und in Japan gibt es zudem noch eine Collector's Edition. Da sind dann 25 Spielemodule dabei. Es sind keine Spiele auf den Modulen, sondern es sind einfach a piece of plastic, was ihr oben in den Modulschacht einführen könnt. Und so fühlt ihr euch dann in die gute alte Zeit zurückversetzt. Ja, Freunde, ich hoffe, diese TC News Folge hat euch gefallen. Diese TC News Folge wurde vom Fabian geschnitten. Er hat hier auch einen anderen Hintergrund gemacht. Und ich denke, das wird das Standard werden für die nächsten TC News Folgen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, empfehlt mich weiter, schreibt mir in den Kommentaren, was für nächste Themen ihr in den TC News angesprochen haben wollt. Nun gibt es die Community-Verabschiedung, denn 3, 2, 1, bleibt so wie ihr seid, ich bleib's auch, wir sehen uns, euer Tom.